Und willkommen zurück bei Let's Play Banished. Ja, es geht eigentlich mal wieder weiter mit Banished und wir wollen mal zusehen, dass hier unser Markt gebaut wird, was ja ziemlich gut aussieht. Und wisst ihr, warum heutzutage der Flohmarkt Flohmarkt heißt? Nein, das dachte ich mir. Ich weiß es. Das kommt tatsächlich aus dem Mittelalter. Weil früher hat auf dem Markt der ein oder andere Floh den Besitzer gewechselt. Und deswegen heißt der Flohmarkt heute Flohmarkt. Weil früher halt der ein oder andere Floh den Besitzer gewechselt hat. Und dann, wenn wir hier den Markt gebaut haben, dann kann da ja auch der ein oder andere Floh schön schnell zum nächsten flitzen. Und dann bin ich immer gespannt, was der Markt überhaupt bringt. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen Markt gebaut. Ich baue ihn jetzt zum ersten Mal. Ich schätze mal, er verteilt so die Sachen. Also sprich Nahrung, Werkzeug, Feuerholz, Kleidung und so weiter und so fort. Also dass es besser verteilt wird und dass es halt aus den Lagerhäusern rausgeholt wird. Das hoffe ich halt auch. Aber das werden wir ja sehen, wie wir das machen oder ob das wirklich so ist. Weil ich habe Angst, dass über dem Markt aber auch Krankheiten besser verteilt werden oder verteilt werden können. Weil da treffen sich ja halt immer die Leute und deswegen bin ich überlegen, ob wir nicht noch ein. Oh, Scheiße, sehe ich gerade. Haben wir hier einen, waren wir. Hätten wir einen mit dem Markt hier weiter rüber gehen müssen. Na egal, können wir ja trotzdem hier so hinbauen. Aber noch werde ich ihn nicht bauen, weil wir da viel zu wenig Stein haben. Wir müssen noch ein paar Leute in die Steinmine schicken. Schätze ich mal. Ja. Und dann wollen wir hoffen, dass endlich mal ein paar Leute erwachsen werden, ne? Und was haben wir denn hier auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite haben wir noch unser Feld, was gerade abgeerntet wird. Da müssen wir nachher darauf achten, ob das rechtzeitig abgeerntet wird oder ob da wieder die Hälfte verfault. Nein, dein Limit möchte ich erstmal noch nicht höher setzen. So, du kannst mal aufhören zu arbeiten. Du hast eh kein Leder. Du kannst hier mal mitmachen beim Bauarbeiten. Bei den Bauarbeiten kann er mal mithelfen, ne? So, das sieht gut aus. Dann hoffe ich auch mal endlich mal, dass wir hier mal wieder ein paar Tiere haben. Das wäre doch auch mal eine coole Sache. So, das läuft auch. Das läuft. Oh, was hat denn hier vibriert? Ich habe mich gerade leicht erschrocken. Mein Handy war es nicht, das ist auf lautlos. Jetzt würde mich mal gerne interessieren, was hier vibriert hat. Ah, mein Tablet hat vibriert. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht gehört. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nur gehört, weil ich drüber gelabert habe, schätze ich mal. Oder ich werde es mir nachher mal angucken, im Video, ob man das hört, aber ich schätze mal nicht. Also wisst ihr wieder nur, dass mein Tablet vibriert hat, weil ich darüber geredet habe. Aber egal, wir schweifen gerade ab. Wir wollen mal hier über Banish weiterreden, ne? Concentration aufs Spiel. So, das läuft, das läuft. Und ich bin am Überlegen, ob wir nochmal, wie wir hier angefangen haben, das zu bauen, mit der Siedlung, ob wir das hier nicht nochmal machen sollten. Ob wir hier einfach ein Lagerhaus hinstellen, ein paar Häuser bauen. Also erst, wenn wir genug Arbeiter, also erwachsene Leute haben, hier ein Lagerhaus hinstellen, paar Häuser bauen, Feld, dass wir hier nochmal eine neue Siedlung gründen können, sozusagen. Und dass wir das nachher zu einem großen Ganzen verschmelzen können. Das wäre doch mal eine coole Sache, oder nicht? Ah. Unser Markt ist fertig. Wie viele können da rein? Ja, 12 Leute, klar. Die haben wir. Ach, guck, da bringen die Leute auch schon ihr Weizen und so hin. Habe ich gerade gesehen, auch wenn da noch keine Arbeiter sind. Aber das ist ja nicht so toll. So, jetzt sehe ich gerade, jetzt haben wir hier den Weg zugebaut. Egal. Und hier fehlt uns einer. Das heißt, wir werden mal von hier weitermachen. Die werden wir noch bauen und danach werden wir dann Arbeiter hier hinschicken. Also das heißt, die ganzen Arbeiter, der Markt ist sozusagen auch ein Lagerhaus. So würde ich das jetzt einfach mal schätzen. Und er verteilt die Sachen dann halt auch an die verschiedenen Häuser. So würde ich das jetzt mal sagen. Jetzt ist aber die Frage, wenn wir Arbeiter haben, holen die dann wirklich aus dem Lagerhaus hier die ganze Nahrung raus? Dass hier zum Beispiel dann keine 100% mehr drin sind, das wäre ja eine coole Sache, dass die von hier hinten mal zum Markt Sachen holen würden, damit sie alle Lagerhäuser sozusagen ein bisschen entlasten. Oh,
Es sind noch zwei Leute gestorben. Wer ist denn gestorben? Wer ist denn hier gestorben? Wer ist das hier? Ein Fischer und ein Gesua. Beide wegen zu hohem Alter. Das darf man ja mal, ne? Man darf ja mal wegen zu hohem Alter sterben. Das ist ja mal in Ordnung. Das müssen wir alle ja irgendwann mal. Also muss man sich damit abfinden, ne? Aber das kriegen wir hier auch noch hin. Wir sollten ja mal langsam dann genug. Oder es sollte ja immer genug Nachkommen unterwegs sein. Was hast du hier? Stone is low, ja, das wissen wir. Wir haben gerade ein bisschen viel Firewood. Deswegen werden wir das hier mal ein bisschen höher setzen. Auf 800. Das wäre mal eine coole Sache. Wir sind zwar auch dem Winter nah, aber wir haben viel Feuerholz. Kann der hier mal ein bisschen mehr aufnehmen, damit wir halt ein bisschen mehr zum Handeln haben. Das brauchen wir ja gleich alles, ne? Das ist ja eine wichtige Sache. So, jetzt baut man hier schnell die Häuser fertig, damit ich wenigstens zwei, ich schätze mal, dass ich erstmal zwei dahin schicken werde. Dann fehlen noch 10, dass ich zwei da reinschicken kann, dass die dann den Markt organisieren. Beim Forester fehlen auch noch Arbeiter. Beim Fischer, beim Casua, ja, das ist ja alles klar. Den Taylor, den haben wir gerade ausgeschaltet, weil wir eh kein Leder haben. Obwohl wir Fleisch haben. Ja, wollen wir gucken. Wollen wir mal gucken, ne? Na, das sieht doch gleich gut aus. Hier scheint gleich ein Haus fertig zu sein. Können wir da zwei abziehen und dann können wir die zum Markt schicken und dann können die da ordentlich arbeiten. So, zack, zack und zack, zack. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich das hier gleich alles Holz, packen die da auch hin. Auch nicht schlecht. Dann hoffe ich ja mal, dass das da gleich fertig wird. Oh, haben wir keine Kinder, die hier einziehen? Ah, doch. 19 und 15. Ja, das geht doch. Da kommt wenigstens ein bisschen Nachwuchs dann. Die sind auch schon am fleißig am Bauen. Das sieht gut. Ja, und dann kann man bald ein Förster kommen. Und was wir als nächstes Jahr dann noch angreifen wollen, ist hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, noch ein Feld hinzubauen. Ne? Das wollen wir ja auch noch machen. Das steht ja auch noch an. Aber das kriegen wir alles hin. Hoffe ich, glaube ich. Ich bin sicher, ich hoffe nur, dass die das hier rechtzeitig abernten. Was nicht danach aussieht, um ehrlich zu sein. Aber was will man machen, ne? Irgendwie müssen wir das ja mal in Angriff nehmen, dass die ja rechtzeitig fertig werden. Das wäre doch mal eine coole Sache. Ein nächstes Haus ist fertig und es ist auch gleich bezogen von 17 und 15 von einem Farmer und einer Studentin oder Schülerin. Unsere Schule schafft das noch, so wie es aussieht. Also da die werden immer rechtzeitig erwachsen und wieder nicht. Das sieht ganz gut aus. So, wie können wir dann hier noch ein Häuser hinbauen? Hier kann jetzt noch eins hin. Und dann kann hier noch eins hin und da passt keins mehr hin. Also bauen wir hier noch eins hin. Und hier noch und hier passt leider keins hin. Dann wird das nämlich mit Weg einmal komplett zack, zack, ausgerichtet. Damit, weil da laufen die ja eh immer durch. Dann bauen wir da auch einen Weg hin. Dann gehen sie da halt schneller rüber. Ah, und ich glaube, das hier mit den Schiebkarren, das sind unsere Marktarbeiter. Ja, sieht danach aus. Ja, und das füllt sich hier auch langsam. Das wäre ja cool, wenn jetzt überall jeder so eine Schiebkarre kriegen würde. Das wäre eine coole Sache, ne? Stone is low, ja, das wissen wir. Aber auf jeden Fall holen sie anscheinend auch wirklich von den Lagerhäusern, die weiter weg sind, also die, die sie nicht im Einzugsbereich haben, hier, das ist ja nicht, holen sie auch noch die Sachen raus, weil jetzt haben wir hier 15% Platz. Das ist ja mal eine coole Sache. Also das finde ich wirklich gut. Dann ist der Markt ja gar nicht so unnütz. Ich hätte jetzt gedacht, der ist einfach da und verteilt Sachen. Aber der holt ja auch von den anderen Sachen, von den anderen Lagerhäusern. Das ist echt eine coole Sache. So, und jetzt haben wir wahrscheinlich verpasst. Ja, da verrottet wieder die Hälfte. Das ist jetzt echt beschissen. Das heißt, wir müssen hier rein ein Lagerhaus bauen. Unbedingt.
Dann müssen wir da rein halt noch ein Lagerhaus bauen, ne? Dann könnte man das hier fast abreißen. Weil das ist ja echt immer doof, wenn die da so viel verrotten lassen. Das ist ja immer fast die Hälfte des Feldes. Ich hoffe dann halt nur, dass das besser wird, wenn wir dann ein Lagerhaus da reinbauen. Ach ne, im Markt wollen wir nicht ein Lagerhaus. Dann hoffe ich halt nur, dass es wirklich besser wird, ne? Na, dann wollen wir doch mal gucken. Oder mal hoffen, dass es besser wird. Wir bauen das jetzt mal hier hin. Bei hier sollen ja noch eine Menge Felder rein. Da will ich nicht immer, dass die Hälfte immer am Verrotten ist. Das wäre echt schade um die Nahrung. Das wäre echt doof. Oh, den Weg haben sie schon fertig gemacht. Das ist eine coole Sache. Jetzt müssen sie die Häuser noch fertig machen und dann bitte noch das andere Lagerhaus. Das wäre auch nochmal nicht schlecht. Ist hier schon gehabt? Nein. Also wird erst das große voll gemacht und dann das kleinere. Und dann bin ich mal gespannt, wenn das dann soweit voll ist. Das dauert ja noch. Aber was man denn, ob man sagen kann, zerstört Gräber oder ob wir das abreißen müssen oder ob das verfault nach einer Zeit. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal drauf achten. So, das sieht gut aus, das sieht auch gut aus. Machen wir auf Watt 150, so viel. Nee, nicht auf 150, dann lassen wir das auf 50 nochmal stehen. Ihr Kinder fehlen hier, ne? Wollte ich nur mal sagen. Da fehlen auch Kinder. Kinder, hier ist ein Kind. Hier fehlen Kinder. Macht doch mal Kinder. Das wäre doch mal eine coole Sache. 30% und die haben wirklich alles hier. Kohle haben die sogar auch da. Das ist doch mal eine coole Sache. Und hier hinten, ja, hier hinten holen sie das auch weg. Das ist echt cool. Dann wird da das Lagerhaus wieder ein bisschen leerer und sie können da halt in Ruhe alles wieder hinbringen, so dass sie es nicht draußen lagern müssen. So, da wir ja jetzt immer mehr Häuser gebaut haben, will ich gleich als nächstes wirklich ein, wie gesagt, na, wie gesagt, noch ein Feld bauen, genau. Jetzt ist mir es wieder eingefallen, noch ein Feld möchte ich gerne bauen. Aber das kriegen wir, glaube ich, alles hin. Oh, wird langsam wieder Frühling, wird grün. Wo ist eigentlich unser zweiter Gesor? Oder können in ein 4 rein? 4, ne? Das sieht gut aus. Habe ich den allen nur gesagt, nur cutten? Ja, anscheinend. Ich bin überlegen, dass wir hier noch einen Jäger vielleicht mit hinbauen. Aber das kommt erst später. Damit wir halt mal auch ein bisschen Leder bekommen. Und dann würde ich gerne hier jetzt noch ein Feld hinsetzen. So groß wie möglich natürlich. Fünfzehn mal elf ist, glaube ich, eine gute Zahl. Dann werden wir die 15 mal 11 machen. Und dann passt das. Und mein Tablet hat schon wieder vibriert. Und ihr habt es wahrscheinlich schon wieder nicht gehört, nur weil ich es gesagt habe. Wisst ihr es jetzt? Muss ich das nächste Mal dann denken, dass ich das auch auf lautlos mache? Habe ich diesmal vergessen. Aber ich glaube, das Vibrieren hört ihr auch nicht. Ich erschrecke mich dann halt immer nur ein bisschen leicht. Aber passiert. Oh, da ist nur ein Kerl drinnen. Schade, aber auch. Aber jetzt interessiert euch wahrscheinlich, was auf dem Tablet vibriert, ne? Ich kann euch garantiert sagen, was es ist. Es wird wahrscheinlich mein Cousin sein, der meint, mir irgendwas Lustiges schicken zu müssen, worüber ich lachen soll, ich aber wahrscheinlich nicht lachen kann. Ja, jetzt wisst ihr. Wisst ihr es? Es wird mein Cousin sein. Und wahrscheinlich werde ich trotzdem drüber lachen, was er mir geschickt hat, obwohl es eigentlich gar nicht lustig ist. Aber naja, ist ja auch egal.
Wir konzentrieren uns jetzt weiter auf Banish. Oder wahrscheinlich ich muss mich eher wieder weiter auf Banish konzentrieren. Ihr seid wahrscheinlich schon die ganze Zeit konzentriert. Schätze ich einfach mal. So. So. Ja, echt immer dieses Abschweifen, ne? Naja, muss auch mal sein, ne? Man muss ja auch mal hinter dem Deckelrand schauen, was da denn so los ist, ne? Oh mein Gott, die Weisheiten, ey. Jetzt lernen wir hier sogar noch richtig was. Das ist ja der Wahnsinn. So, wie sieht es denn hinter den sieben Bergen aus? Hinter den sieben Beorgen, bei den sieben Zwergen. Loks, es fehlt Holz. Warum fehlt uns denn Holz? Das finde ich nicht gut. Uns fehlt Holz, uns fehlt Stein, uns fehlt Kleidung. Warum frierst du? Jetzt frierst du nicht mehr. Das ist auch gut. So soll es sein, ne? Müssen wir mal gucken. Was ist das? Das Eisen. Unsere Steinmine ist noch genug Vorrat drin. Wie sieht es hier aus? Kohl haben wir auch noch genug, 92% noch. Das läuft. Oh, wie geil ist das denn? Wir haben einen Händler. Bitte, bitte drückt uns die Daumen, dass da Tiere drin sind. Bitte. Ja, toll. Keine Tiere. Walnuss, Pilze, Chicken. Das sind aber keine echten Chicken, das sind nur Chicken Wings. Oh nö. Was kann man denn bei ihm bestellen? Nur Essen. Carly. Ja, Carly, du kannst doch mal wieder gehen. Von dir wollen wir nix. Mann, was soll denn das? Und dann ist er auch noch schnell wie so ein, ne? Also dafür, dass der alleine rudert, echt Respekt. Nicht schlecht. Und er macht unsere Brücke fast kaputt. Ich wollte gerade sagen hier. Naja, dafür, dass er alleine rudert, ist er aber fix. Naja, besser als wenn er so eine lahme. So, hier möchte ich mal Weizen an. So, wo sind hier? Da. So, Farmer. So, ich hoffe, damit haben wir mal genug Farmer. Hier wird schon angebaut. Da hoffe ich, dass hier auch gleich angebaut wird. Und dass unser Lagerhaus dann auch mal gleich fertig ist. Könnt ihr mal unser Lagerhaus hier fertig bauen? Ah, da ist schon einer zugange. Das ist gut. So soll es sein. So, das sieht gut aus. Ja, und dann hoffe ich mal, dass jetzt durch das neue Lagerhaus unsere Felder rechtzeitig immer abgeerntet werden und nicht die Hälfte auf dem Feld verrottet. Das wäre nämlich echt doof. So, jetzt müssen hier Frühlingsgefühle wieder in der Luft sein und gleich müssen ganz viele Bibis überall sein. Das wäre mal eine tolle Sache. Oh, wir haben nur 9 Schüler. Oh. Und wir haben hier Rehe, die hier rumstehen und nicht bei unserem Jäger sind, wo sie hingehören. Du musst mal wieder pflanzen. Na, egal. Das geht hier aber relativ fix immer mit dem Weizen. Das finde ich echt cool. So. Hier wird auch schon bepflanzt. Das ist auch gut. Hier auch. Und dann soll unser Lagerhaus. Was ist denn jetzt so schwer? Wir haben 4 Bauarbeiter. Wir haben wirklich 4 Bauarbeiter und die schaffen es nicht, das Lagerhaus fertigzustellen. Bitte. Kann man einen Horrorfilm drüber schreiben? Das Lagerhaus. Die verdammten Bauarbeiter. Mann, das kann wohl nicht so schwer sein. Naja, sie werden es hinkriegen. Hoffe ich doch jedenfalls. Wahrscheinlich haben wir können das ja. Wir nennen hier das Gebiet hinter den 7 Bergen bei den 7 Feldern. Das wäre ja mal eine coole Sache. Hinter den 7 Bergen oder hinter dem Berg bei den 7 Feldern. Nichts mit 7 Zwerge, sondern 7 Felder. Ja, was ist denn?
Ja, Holz ist Loh, wissen wir. Aber unsere Forester sind fleißig dabei, aber da können wir auch noch welche reinsetzen, wenn unser Lagerhaus dann gleich mal fertig ist. Das geht aber relativ fix hier mit Weizen. Mais dauert ein bisschen länger, aber dann haben wir jetzt das ist, glaube ich, unser erstes Feld, was mit Weizen bestellt wird. Das ist doch mal eine coole Sache. Das heißt, wir haben nämlich wieder eine neue Nahrungseinheit bei uns sozusagen aufgenommen. Wir müssen ja immer ein bisschen sorgen, dass wir hier Nahrungsabwechslung haben, ne? Dann kannst du nicht immer nur Weizen essen. Das wäre echt doof. Das ist so, als wenn du immer nur Cornflakes isst, ne? Und die Cornflakes schmecken noch. Hast du schon mal einfach so Weizen probiert? Wenn nicht, probier mal. Ich glaube, das schmeckt nicht. Ich habe es nämlich auch noch nicht probiert. Ich will es aber auch nicht probieren. Weizen mit Milch. So, aber unser Lagerhaus ist fertig. Das ist doch mal eine coole Sache. Das heißt, wir werden mal hier und wir werden die in die Mine schicken. Ja, Loks, ich weiß so. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass das Feldchen nicht wieder halb vergammelt. Aber das werden wir alles im nächsten Let's Play sehen.